man hat dann dieses Plutonium unten auf den Häusern, in den Böden, ja, dann ist das ganz was Schlimmes. Wurden bereits nennenswerte Mengen an Plutonium freigesetzt? Ja, Quantitäten habe ich nicht vernommen. Also es ist nur schon nachgewiesen worden. Nicht? Und da ist dann natürlich die Befürchtung, wenn es schon nachgewiesen worden ist, wird man, weil es sich um das Gefährlichste handelt, da jetzt nicht gleich laut Alarm schreien und sagen, Gottes Willen, wir müssen alles aufgeben, sondern wird man eben auch, bevor man mit den schlimmsten Botschaften kommt, sich noch ganz stark vergewissern. Und jetzt sagt man halt, da gibt es ein Sperrgebiet, aber wie es dort ausschaut, das wird man wahrscheinlich nicht so bald wissen. Eine Sache, die man ja auch aus Tschernobyl in Erinnerung hat, also so 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen nach dem Unfall war das Rätseln ganz groß, was ist da überhaupt passiert? Also ich kann mich noch erinnern, bis in den Sommer hinein, damals im Jahr 86, war die wahre Ursache des Unfalls nicht bekannt. Da hat man auch gerätselt, irgendwelche Kühlprobleme bei einem einzelnen Siederohr und dass es da dann verpufft ist und dann zu einer partiellen Kernschmelze und Entzündung gekommen ist und so weiter. Aber wie man dann die Bilder der Zerstörung gesehen hat und später auch die diversen Kommissionen das untersucht haben, war dann klar, das war eine überkritische Situation im Reaktor und den hat es einfach zerlegt. Und daher glaube ich eben auch, ja, und auch Three Mile Island war ja lange Zeit nicht klar, was ist da drin überhaupt los. Und das hat weit mehr als ein Jahr gedauert, bis man überhaupt einmal gewusst hat, dass es da drinnen zu einer wirklichen Kernschmelze gekommen ist. Das kann man von außen nicht feststellen, das ist alles radioaktiv, das Zeug. Und bis man so weit ist, dass man den Kessel aufmachen kann oder irgendwo durch irgendeine Öffnung eine Sonde hineinschiebt, die Bilder überträgt und ähnliches. Wobei alle diese Geräte bei dieser intensiven Strahlung auch nur sehr begrenzte Lebensdauer haben. Also es wird in Fukushima wahrscheinlich noch in einem Jahr immer wieder Neuigkeiten geben. Und das Maß der radioaktiven Verseuchung der Gegend, das wird auch erst später bekannt werden. Das heißt, es ist gar nicht so sehr immer Böswilligkeit oder so, die man da oft unterstellt, wenn Informationen nach so einem GAU nicht sofort verfügbar sind, sondern teilweise einfach auch dadurch begründet, dass es einfach unklar ist, was genau passiert ist, weil ja auch man sich diesen Reaktoren nur sehr begrenzt nähern kann. Also. Ja, also das ist einmal das eine. Aber in einem Punkt möchte ich Sie vielleicht ein wenig korrigieren. Der Begriff GAU, größter anzunehmender Unfall, der wird meistens falsch verstanden. Der größte anzunehmende Unfall ist nicht der größte mögliche Unfall, sondern der größte Unfall, den die Konstrukteure anzunehmen haben und für den sie noch ausreichende Notfallmaßnahmen einbauen in die Anlage. Also der größte anzunehmende Unfall ist zum Beispiel das Abreißen einer Kühlmittelleitung, also dort, wo man sozusagen das Wasser wieder in den Kessel zurückpumpt. Und es gibt ja mehrere solche Leitungen und wenn eine abreißt, das ist beherrschbar oder sollte beherrschbar sein. Dann treten Notkühlsysteme in Funktion und es passiert außen nichts. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal Sachverständiger in einem Prozess, in einem Gerichtsverfahren. Die Stadt Schweinfurt hat gegen den Reaktor Grafen Rheinfeld prozessiert, wollten also die Inbetriebnahme verhindern. Und da hat eine Vertreterin der Bürgerinitiative gefragt, ja, Herr Sachverständiger, einer vom Technischen Überwachungsverein, was passiert in Schweinfurt bei einem GAU im Kraftwerk Grafen Rheinfeld? Und der hat in Seelenruhe gesagt, gar nichts.
Nicht? Und er hat recht, weil wenn alles so funktioniert, dann wird ein GAU von den Notkühlsystemen beherrscht. Nicht? Und daher spricht man von einem Super-GAU, also etwas, was über den, ja man sagt Auslegungsstörfall, kann man auch zum GAU sagen, das ist der größte anzunehmende Unfall, für dessen Beherrschung eine Anlage ausgelegt sein soll. Nicht? Und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Super-GAU. Also in Tschernobyl war es ein Super-GAU, in Three Mile Island war es auch ein Super, nein, war es kein Super-GAU, aber in Fukushima sind es Super-GAUs. Mehrzahl nämlich ist da interessant. Weil da ist mehr passiert, da ist mehr passiert. Und vor allem sind mehrere Reaktoren, das heißt, Sie haben gesagt Super-GAUs, aber übrigens danke für diese Klarstellung, aber Sie haben gesagt, also Super-GAUs, das heißt, das sind ja 6 Reaktoren, glaube ich. Insgesamt. Ja, 3 Blöcke sind es, glaube ich, okay. 6 Reaktoren, aber 3 sind in die Krise geraten und dann haben Sie natürlich sind auch die Brennelementbecken ja ein Krisenfaktor, weil diese Nachzerfallswärme, von der ich vorhin gesprochen habe, die dauert ja lange an. Und in einem Brennelement, ja, und wenn ich jetzt Brennstoff wechsle, wenn verbrauchte Brennstäbe getauscht werden durch neue, dann müssen diese verbrauchten auch unter Wasser aufgehoben werden, weil sie noch eine sehr starke Hitzeentwicklung haben. Das geht noch über Monate und teilweise Jahre hinweg, sind sie noch heiß. Und wenn also in so einem Lagerbecken noch dazu, wenn es sehr dicht beschickt ist, wie das in Fukushima der Fall ist, da wurde auch Kritik geübt dran, dass man da aus Kostengründen viel zu viele Brennelemente hineingepackt hat in das Lager. Wenn dort das Wasser verkocht oder durch einen Riss davonläuft, dann fangen die Brennelemente an zu glühen und zu schmelzen und dann gast alles das, was unter hohen Temperaturen flüchtig ist, gast dann in die Atmosphäre. Und da kann man sich vorstellen, dass da halt Rauchschwaden entstehen, wo Plutoniumoxid und alles drinnen ist. Also ganz grausliche Möglichkeiten. Und da war ja auch die Kritik von Julian Drejew, einem erfahrenen russischen Experten, dass man aus Verzweiflung mit Seewasser nachgefüllt hat. Und das Problem ist natürlich, wenn das verdunstet, es wird immer mehr Salz zurückbleiben und dann ist die Kühlung sehr, sehr stark behindert, wenn dann so eine Salzkruste entsteht um die Brennelemente herum. Und also dann ist das Durchschmelzen noch leichter möglich, wenn man da lange Seewasser rein dann hat. Also ich als einigermaßen Kundiger, ich bin ja kein Reaktorphysiker, habe mich aber lange Zeit mit dem Thema befasst. Aber ich habe gleich auch, wenn ich so gesehen habe, was man dort alles macht, erkannt, es sind Verzweiflungsaktionen. Also Seewasser reinzuspritzen in so einen Reaktor, das ist das zeigt, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Das ist ja in Fukushima passiert. Wenn man sieht, zum Beispiel die Fernsehaufnahmen, habe ich einmal eines Abends gesehen, Hubschrauber, die nehmen Wasser auf im Meer, fliegen über die Anlage und lassen das herunter und da geht so ein Regen über den ganzen Komplex nieder. Und da habe ich mir gedacht, also bitte, wenn man so ein Brennelementbecken nachfüllen will, nicht? Über das man nicht genau drüber fliegen darf, weil da eine gewaltige Gammastrahlung herauskommt, und die kommt auch nur dann heraus, wenn die Brennelemente nicht meterdick mit Wasser überschichtet sind. Nicht? Also wenn dort die Gammastrahlung stark rauskommt, heißt das, dass die Brennelemente schon quasi frei sind und anfangen zu glühen und so weiter. Und mir vorstelle, ich habe auf dem Tisch ein Glas stehen und will das anfüllen und komme mit einer großen Gießkanne und aus 5 Meter Höhe versuche ich das Glas anzufüllen.
kann, darf aber nicht einmal oben genau drüber sein, sondern gießt den ganzen Tisch an. Ich habe mir das angeschaut und gedacht, also das ist eigentlich nur ein Risiko für die Piloten, aber für die Sache bringt es null. Und am nächsten Tag hat man gehört, ja, also diese Maßnahme wurde eingestellt. Das, ich habe damals gesagt, das ist nur fürs Publikum, diese Maßnahme. Das ist eine Ablenkungsmaßnahme. Schaut her, was wir tun. Jetzt sind wir bei Hubschrauber unterwegs. Kann man eigentlich sagen, dass eine Kernschmelze in Fukushima bisher erfolgreich verhindert wurde? Nein. Die Kernschmelze war meiner Meinung nach am zweiten Tag schon da. Also Sie haben gesagt, zum Teil einem Reaktor. Okay, das heißt, es gab also schon, aber ich glaube zum Teil nur eine Kernschmelze, oder gab es tatsächlich eine Kernschmelze bereits am zweiten Tag? Ja, man muss Folgendes sagen. Kernschmelze ist ja nicht gleich Kernschmelze. Es gibt die schlimmste Form der Kernschmelze ist die, es rinnt das Wasser aus oder verdampft in einem Reaktordruckgefäß, die Brennelemente stehen frei und das Ganze rasch nach der Abschaltung, wo die Nachwärme noch sehr potent ist, ja, dann kann es innerhalb von Minuten zu einer totalen Kernschmelze kommen. Das heißt, es schmilzt einmal, die hängen von oben herunter, die Brennelemente, die fallen ins Wasser, fallen nach unten und da unten schmelzen sie zusammen zu einer Schmelze. Es kann auch noch passieren, dass dann zum Beispiel der Kernbrennstoff eine überkritische Masse erreicht und dann verpufft das Ganze. Es ergibt sich dann natürlich eine milde Explosion und die zerlegt den Kessel. Oder wenn sie nicht zerlegt, schmilzt das Ganze durch den Kesselboden durch in den Untergrund. Dort sind dann meistens irgendwelche Wasserauffangbecken oder sowas. Dort geht es hinein, dann zischt das Ganze entsetzlich und explodiert. Eine Dampfexplosion oder sowas passiert dann. Und da schmeißt dann den geschmolzenen Kern, der wird dann fein verteilt hinausgepufft. Das wäre das Allerschlimmste. Da ist sofort eine grauenhafte Tschernobyl-ähnliche Freisetzung da, allerdings bodennahe und daher noch viel schlimmer als in Tschernobyl. Das wäre also die schlimmste Form der Kernschmelze. Die milde Form der Kernschmelze, die offenbar in Fukushima stattgefunden hat, in dem ersten Reaktor, wo es so brisant geworden ist, war eben diese Gasexplosion, also dass Wasserstoff explodiert ist. Der kann nur aus meiner Sicht von einem teilweise geschmolzenen Kern hergekommen sein, der Wasserstoff. Das heißt, es sind Teile der Brennelemente sind zerschmolzen. Die geschmolzenen Hüllrohre, diese Zirkonlegierungen, haben mit dem Wasser reagiert, Wasserstoff produziert, über Druck, den hat man natürlich abgeleitet, dass den Kessel nicht zerlegt und oder war schon ein Leck irgendwo, das kann ja auch sein in einer der Leitungen oder hat man ein Ventil aufgemacht. Jedenfalls hat man diesen Wasserstoff herausgelassen aus dem Druckgefäß, musste man ja auch. Man will ja auch weiter kühlen, man will ja Wasser reinbringen. Und da hat es dann sich entzündet und hat die Halle zerlegt. Also da hat es schon ein Kernschmelzen davor gegeben, vor der Explosion der Halle. Und dann ist immer das große Problem und die große Gretchenfrage, wo keiner der gefeierten Atomtechniker wirklich gute, klare und richtige